Verkürzte Osterwoche. Wir genießen die letzten Tage noch vor Ostern an den Märkten und da gibt es durchaus was zu berichten, wenn auch hier gar nicht so viel bei den Indizes jetzt aktuell passiert, außer der DAX. Jetzt gucken wir nochmal einmal auf den DAX, denn der ist hier, ihr seht das, nochmal weiter gestiegen. Wir haben wieder neue Hochs, das sieht erstmal klasse aus und es macht Spaß drauf zu gucken, wenn man insbesondere long ist. Dann ist das schön. Einen herzlichen Glückwunsch von der Seite. Wir laufen auf die 15.000 zu. Es ist nicht mehr so arg viel, 160 Punkte in etwa noch vom aktuellen Stand nach oben. Und es gibt nichts, was aktuell dafür spricht, dass der Kurs wirklich massiven Druck zu erwarten hat. Bisher ist es immer so gewesen. Ich hatte das am Wochenende ja auch in dem Video nochmal angekündigt. Deshalb will ich das hier nicht nochmal breitreten. Solange die wackeligen Bewegungen nach unten sind und die starken nach oben, ja, was soll man dann groß machen? Dann bleibt man halt auf der Long-Seite. Zwischendurch mal ein Rücksetzer täte den Markt gut, auch jetzt. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Andeutung. Gegen Ende gibt es häufig so Ending Diagonals. Das heißt, wenn der Markt in Trendrichtung ermüdet, mehr Kursüberschneidung macht, ist das häufig am Ende. Stichwort Ending Diagonal. Aber das muss nicht gleich das ganze Ende sein hier dieser Bewegung, sondern möglicherweise erst nochmal ein kleiner Zwischenverschnaufer. Und wenn das wieder so eine ABC-Kiste, kann ja auch sowas in einem kleineren Format beispielsweise oder hier so eine ABC sein, dann kann man das vielleicht sogar nochmal nutzen. Die Indizes ist also relativ stark, auch der Dow Jones, auch der S&P, ja, auch wenn er jetzt noch so ein bisschen runterkommt, auch hier denkt er dran, hey Leute, der Markt ist so tapfer gestiegen, gönnt dem doch mal so ein bisschen eine Auszeit. Aktuell, jetzt hier das schwächste Bild, so mehr oder weniger, ihr seht, dass die Abwärtsrichtung, die Abwärtsseite, die starke, die Aufwärtsseite, dieses klassische Gewackel dementsprechend, das würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn der Kurs jetzt hier noch ein bisschen nach unten geht. Also das wäre ganz normal und würde auch dieses Bild nicht stören. Dann hätten wir halt hier wieder so ein kleines Päuschen, wackelig, ABC. Dann kann er ja als nächstes da die Richtung wieder fortschreiten. Also spannende Situation jetzt hier am Markt. Eigentlich wäre das sogar etwas, was man traden kann. Aktuell, auch wenn dieser Einstieg hier, wir hatten darüber nachgedacht, das hier groß auch anzukündigen. Zum Beispiel im Trade des Tages, das sind so Sachen, wo wir unsere ganz konkreten Handelssignale eben angeben und sagen, hier, zack, an der Stelle rein. Wo liegt der Stop dafür? Wo liegt das Target? Wie gehen wir mit dem Trade konkret um? Nicht immer nur so, na, da müsste man so ein bisschen gucken. Das machen wir alles im Trade des Tages. Für diesen konkreten Fall fanden wir das aber nicht ganz so sexy, weil dieser Anstieg hier, diese Gegenbewegung, die wir jetzt hier hatten, sehr, sehr weit gelaufen ist. Ich kann das mal hier eben versuchen einzuzeichnen, wie wir da drauf gucken. Also die starke Abwärtsseite, die ist per se schon mal cool, aber ich mag das nicht, wenn die Gegenbewegung so hoch läuft, also über die 78er-Marke. Das ist nicht jetzt ein Zeichen, dass das generell nicht mehr in die Richtung da gehen kann. Nein, überhaupt nicht, aber es ist halt, die Wahrscheinlichkeiten nehmen dann etwas ab und das Chance-Risiko, etwas, was viele dann nicht mehr ins Kalkül ziehen. Viele haben eine Idee, aber vergessen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario und wie gut ist das Chance-Risiko. Das ist jetzt für diesen Trade gar nicht mal so spannend, mehr, weil es ein sehr niedriger Einstieg wäre. Aber etwas, worauf wir achten, wäre dann eben sowas hier. Das kann heute Nachmittag noch passieren. Das ist etwas, was wir dann im Born for Trading wiederum angucken. Also beides könnt ihr hier völlig kostenfrei entweder testen, Born for Trading, kostenfrei und unverbindlich. Einfach solche Sachen mal ein bisschen mitnehmen, zumindest für eine gewisse Zeit, beziehungsweise den Trade des Tages, der ist ja dauerhaft. Da könnt ihr euch einmal anmelden mit den ganz konkreten Marken, die wir da eben haben. So, aber etwas, was ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen will zum Draufgucken. Gold und Silber hier, das ist jetzt Gold aktuell auf Abwärtskurs. Das ist nicht so untypisch, musste man ja sagen. Auch darüber hatten wir schon mehrmals gesprochen. Jetzt scheint sich das ein bisschen zu manifestieren. Achtet mal drauf, wenn es gleich mal wackelig hochgeht, vielleicht die Chance nochmal einzusteigen für die Short-Seite. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi für eure eigene Trading-Entscheidung. Denkt dran, Entschuldigung, denkt dran, meldet euch, wenn ihr mögt, kostenfrei an für den Trade des Tages und für Born for Trading. Dann kriegt ihr nochmal ein paar Zusatzinfos, auch mal dann, wenn es vielleicht besonders sinnvoll ist, hoffe ich zumindest mal. Versprechen können wir das natürlich nicht immer, aber ich denke mal, da sind viele gute Sachen mit dabei, viele Ideen, die man dann sinnvoll auch umsetzen kann, weiterarbeiten kann und so weiter. Deshalb freue ich mich, wenn ihr da mitmacht. So, in diesem Sinne, euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.